So, und da drüben die Aufnahmetaste. Let's go. Dumms, 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 dumms. Ah, so gut. So gut. Scheiße, meine Wies die ganze Zeit an. Wow, die war die ganze Zeit an. So, nicht gut, die war die ganze Zeit an, ich Idiot. Das war nur ein Hitzetest. Für morgen. Musst du durch. Let the attack begin. Bock auf noch eine Morgana. Morgana First Pick ist not bad, weil es quasi ein ist halt ein Pick, der auf beide Lanes gehen kann. Support und Mitte. Eigentlich auch top. Aber spielt halt keiner. Da. Da. Ein Bart, da ist sogar Morgana, perfekt. Morgana Jungle geht auch, ja, das stimmt. Wir könnten jetzt auch hier die offensivere Mastery gehen, weil Schwäche zeigen gut ist auf Morgana, weil ich das mit dem W brocke. Aber ich gehe lieber in den Tanky-Baum. Finde ich einfach interessanter, um nicht instant zu platzen. Ist halt mehr mein Spielstil. Ich spiele auch hier unten quasi mit Thunderlord und hier oben eigentlich. Ich habe jetzt Chana, weil ich letztes Game keine Morgana gespielt habe. Hier oben spiele ich mit Tank-Runen, also mit Leona-Runen. MR, Leben, Rüstung, Magieresistenz. So spiele ich meine Morgana. Morgana ist, finde ich, kein Champion, der so auf übelst viel. Also ein Supporter nicht auf übelst viel Cooldown-Reduction setzen muss. Weil, wenn du ein Q triffst, machst du deinen Trade und gehst raus so. Oder du triffst ein Q und machst die Ulti hinterher. Setzt W drunter dann, wegen Cage, bla bla. Und Black Shields, Exhausted, whatever, so. Und dann bist du raus, dann kannst du Auto-Attacks machen. Und da hilft dir auch irgendwie, ich weiß nicht. Also CDR wird dann später wichtig sein, aber das kriegst du über deine Items. Set ist open. Ich spiele Morgana, da passt das hier. Ba, ba, ba. Ich mag, by the way, Morgana Jungle Nigel, weil ich finde, dass du auf die Lane läufst, mit Auto-Attacks dann Red Buff platzierst und dann den Q über den Slow voll einfach triffst.
Aber der Pick ist jetzt scheiße. Der macht mich ein bisschen useless. Aber ich gehe auf Bart einfach. Rek'Sai ist auch gut. Also, Rek'Sai kann ich gut outplayen. Bart, Brand. Ich hab wieder Bock auf den Skin. Ich weiß auch nicht warum. Move, move, move! Schnell, move mich! Move mich oder ich bin nicht da! RIP! Wie geht's dir, du Nachteule? Nein, ich bin ja die Nachteule, ich bin ja schon ewig wach, nicht du. Ich bin die super duper Eule. Geht ja gut, hab von Mr. Mike AP Gameplay gesehen. Mr. Mike AP, ja. Ja, kann man sich anschauen. Ja, ja. Ja, passt. Aber bei ihm ist es so, dass ich er ist ein YouTuber, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob seine Videos wirklich auf der Elo stattfinden, auf der er eigentlich spielt. Und das machen sehr, sehr viele YouTuber nicht. Die machen sehr viele Videos und die spielen irgendwie einen Champion Offwall. Oder sagen wir so, es ist dann normal und kein Ranked so. Also machen viele, ich weiß nicht, wie er ist so. Er hatte mal einen Smurf, weil er hatte ja mal seinen Main-Account verloren. Den hat er wiederbekommen, das heißt, ich denke mal, auf dem Smurf macht er dann so Videos. Deswegen, ich halte davon nichts. Ich finde es interessanter, wenn Spieler das auf ihren Main machen, im Ranked. Und dann zeigen, dass es geht. Weil im Normal kannst du alles spielen, was du willst. Kannst du gerne Botlane spielen mit Rek'Sai Support. Funktioniert. Das ist normal. So. Du bist einfach so lange auf, bis du ein gutes Gameplay hast. Aber wenn du es so Ranked machst auf der Main, ist das schon aussagekräftig. Bist du ready, Mari, ja? Ja. Ja, sehe ich, ja. Ist eigentlich. Oh, sehr Top-Lane, gut. Ich höre lieber Leske Q ist ja auch so einer. Der macht ja auch ziemlich viele Sachen auf seinen Smurfs. Das ist es halt so. Der macht ziemlich wenig. Also er spielt auf seinem Main, aber so Videos mit Offworld-Picks oder so macht er auch auf seinem Smurf so. Das ist halt schade. Ja, er hat 3 Smurfs. Ja, RIP. Wenn er die Videos alle auf seinem Main macht, wär's sick. Aber wenn er sie nur auf dem Smurfs macht, nicht aussagekräftig, ne? Es sei denn, seine Smurfs stehen auf dem gleichen Level wie sein Main. Dann ist es egal, ob Main oder Smurf, aber Smurfs sind ja meistens auch so da, weil sie eine Elo drunter sind. Und du es dann leichter hast. In der Regel, nicht immer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich fokus ein bisschen Bart, ne? So. Da haben wir Killpotenzial auf Vayne leider nicht. Die hat aber kein Sustain. Nice. Dafür Damage. Wart doch auf mich, Mann. Wieso gehen wir weg? Haben die uns gesehen? Da war doch gerade keiner. Ich hab doch. Ach, der war hier oben aber, ne? Der war hier oder was? Ja. Okay, ich wollte schon sagen, weil ich hab gerade runtergeguckt und da war nix. Vielleicht weiter schlafen. Ja, wieso hast du nicht geschlafen? Ich hab von 7 bis um 10 geschlafen. 3 Stunden? Siehst du meine Flügel? Schau meine Flügel. Beautiful. Das ist eigentlich so ein Herbst. Der kam bestimmt im Herbst raus, der Skin damals. 100 Pro.
Eigentlich bin ich gegen die Team voll gut. Also ich bin gegen Bart gut, gegen Rexel gut, gegen Brand einigermaßen gut. Der einzige richtige Nachteil ist halt Zed. War aber Zed und gegen Nautilus. Ja, deswegen. Und Vayne. Das sind so die einzigen Schwachstellen, die ich habe. Ansonsten war der First Pick ganz okay. Wieso pottet der? Okay, den Level 2 ist schon safe. Ich hab hier Heal noch bekommen. Hätte ich flashen müssen. Als er dich ignited hätte, hättest du safe flashen müssen. Unlucky. Schade. Das hat er gut, haben sie gut gespielt. Mega, das Level 2, ich hab's gar nicht gesehen, Alter. Die haben das gut gemacht. Der Bart ist vorgelaufen und die Vayne hat die Minions geht, damit Bart Level 2 wurde. Ja, aber. Hat man ja gesehen, aber ich hab einfach geschlafen. Ja, gut, ich war. Also mir war es relativ egal. Ich fand mich in der Situation eigentlich sogar stärker. Trotz Level 2. Aber ich muss sagen, ich habe Bart seinen Ignite nicht auf dem Schirm gehabt. Doch, ich hätte schon gesagt. Das war not good. Hätte ich noch mal hinten müssen. Ich war vorhin ja baden und duschen. Schön duschen. Oh, beautiful. Alter, meine Augen, ne? Ich habe so viel Augenflüssigkeit verloren. Holy crap. Also wirklich mega viel. So viel, dass das schon nicht mehr lustig war. Ja, okay, dann spielen wir Farm Lane, ja? Muss ich. Ja, ist okay. Dann machen wir das so. Ich kann mich nochmal Ruby Crystal holen. Bisschen mehr Sustain. Das ist schwer, wenn man das Placement macht und dann so ein bisschen, ne, so ein bisschen sleepy ist. Hallo schön. Guten Tag, die Dame. Willkommen. Ernsthaft, ich treffe. Ja, aber hast du gesehen? Ich schaff's echt nicht durchzuballern, Mann. Das war sad. Das war unlucky. Na, ja, steht 28:31. Ist okay. Ding
Da. Schade, nicht getroffen. Welcher Sub ist gut gegen Vayne? Nautilus. Alyssa. Hartz. Nein. Nö, finde ich nicht. Nee. Ja, haben verschiedene Meinungen, finde ich. Oh, nice Headset. Finde ich nicht. Also ich finde halt einfach CC, der Click and Point ist besser. Und das ist halt Alyssa. Also ist ja Click einfach. Ja, das ist ja okay, gut, ich rede noch. Weißt du, was ich meine? Nee, ich, hat nichts mit Elo zu tun. Ich finde einfach, du. Ich also, wenn ich einen Trash gegen mich habe, auf meiner Elo, der Buff sich halt immer komplett kaputt, weil ich keinen Range habe, dann kann dann immer ein Schaden auf mich immer kostenlos flamen, so. Ja, brauchst du halt einen Supporter, der mit dir halt dich ein bisschen unterstützt, ne? Ja. Aber rein theoretisch, ich weiß nicht, also Click and Point jetzt hier finde ich halt einfach stärker in dem Moment. Du hast halt quasi safe Knock-Up und Knockback, ne, auf eine Vayne, so. Naja, das ist nicht so gut. Weil ja, kann der Alistair einfach wegkicken. Ja, gut. Auch während der Alistair fliegt. Musst du auch erstmal schaffen als Vayne, ne? What? Der ist über meinen Chef oder? Schade. Scheiße, ich glaube, ich hätte einfach ulten sollen. Das wäre ein Kill gewesen, hättest du den dann noch die Dinger gekillt. Ja. Ich hätte einfach aggressiv gehen sollen, aber ich wusste nicht, ob da was kommt, deswegen. Wir haben keine Vision, ich hab kein Wort. Alter, okay, Alter. Risky Game. Ja, deswegen, weil der ist fast tot halt, ne? Ich hab Flash und Black Shield. Da ist er schon. Ja, wir wussten's, aber deswegen habe ich ja gecallt, ich habe ja alles so, ist das okay? Ich wollte einfach Reichweite überbrücken, was Flash ist. Einfach weg. Nicht on point gerade, hä? Du Made. Erste Runde, ne? Ja, wie? Bisschen schlafen und dann wieder erste Runde für dich, was da los? Ja, normal. Wie normal? Nix normal. Du musst doch fit sein, on point, Promo, let's do it. Easy peasy game. Ja, der Set ist einfach so, so wie ich auf meinem Main. Ich bekomme keine Mitte, aber ich set top lane. So wie ich letztes auch. Top lane, ja. Hab Schwäge gepickt 3-11. Hab ich ja gesehen. Aber ist ja spielbar so. Aber ich hab trotzdem gewonnen. Ich hab den 07 im Vayne Top Lane Game gesehen, da hast du verloren. Aber schon eine Weile her. Oh, swappen? Die swappen zurück, oder? Sehe ich das richtig? Der Zed kann halt nicht gegen Nautilus lane, ne? Was soll er machen? Ja. Der Brand kann halt ein bisschen besser. Ja, die haben geswappt. Switch ich das mal. Hey. Die hätte nicht flashen müssen, ich hätte sie niemals getroffen. Ich bin schon gebackt nach dem Kill vom Bart. Ich glaube, Hecarim hätte ihn besser führen können, oder? Also die Vayne besser führen können. Das sah ja, ziemlich die weird aus. Vorne, aber das ist halt nur ein Hacker, um so ein Smartcast zu spielen, wenn und seine Reichweite zu suchen. Darf die das? Ja, ich tanke jetzt aber nicht mehr, was kann er tanken? Nice, I'm coming. Exhaust, aber nur Ult. Er ist ja fast tot. Ich komme hier rum. Ich will die nicht sterben. Ich will die nicht sterben, ich wollte die nur töten. Der Bart hat mich gesehen. Schade, dass er kam, anderes Timing.
RIP. Hätte kein Mana gehabt. Das ist egal. Du hättest wissen müssen, dass deine Passive bei 6 Deck ist. Hast mit dem Auto die 7 bekommen und hättest dir den Crit in die Fresse schießen müssen. Wäre dein Kill gewesen. Aber das ist wirklich noch jemand, nicht wahr? Ja, aber ganz ehrlich, ich guck doch auf solche Sachen auch nicht. Also ich erwarte sowas nicht von dir, wenn ich selber weiß, dass ich auf sowas nicht achte. Aber es machen High-Elo-Spieler machen das ja, also da musst du auf sowas achten. Da guckst du dann deine Passive so, okay, jetzt kann ich traden, 2 Schütze habe ich, Crit. Da kommt Zed, ja, ja, ich sehe es. Ich hab Exhaust und Ult. Die haben hier keine Vision, also hier sind wir safe. 4 Sekunden Black Shield, bisschen aufpassen. Wenn die ein bisschen was versuchen jetzt, können wir sie töten. Ah, ist wieder Mitte, okay. Oh, wow, ich lass mich treffen, ernsthaft. Good job, Hecarim. Perfektes Timing. I like this. Also okay, wenn wir Alistair sagen, ist, wenn wir Alistair sagen, ist nicht gut wegen dem E. Dann kannst du es auf Trash, wenn dein Hook trifft. Ja gut, okay, dann kannst du dich kurz nicht bewegen. Okay, du musst. Also rein theoretisch ist er gut aufgrund seiner Range. Lassen wir es so stehen, okay. Aber rein bezogen auf seinen Hook finde ich ihn zu schlecht. Das heißt, du arbeitest mit Trash dann gegen Vayne, nicht mit den Hooks. Ich meine, du weißt sowieso am besten, was gut gegen Vayne ist. Bist ja hier der Vayne, du nicht ich. So, also. Und wen habe ich noch erwähnt? Neben Alistair? Ich hatte noch einen. Nautilus, glaube ich, gesagt. Ja, genau. Findest du Nautilus dann besser? Ich finde Nautilus als Support allgemein nicht gut. Ja. Das ist ja meine Aussage. Lass dich so stehen. Kann ich nichts gegen. Gegensam, wie du jetzt sagst. Also, was haben wir denn noch? Disengage Supporter, maybe? Like Janna? Also quasi einfach die Vayne dafür daran hindern, den Elite zu töten? Support gegen Vayne ist Lux. Kein Spaß, ja. Na, Dynus nicht, aber Lux. Bin natürlich Vayne. Ja, Nigel, dann müsstest du es ja wissen, Homie. Oh, snipe it. Wollte ich nicht, aber war halt jetzt unlucky. Okay, ich geb's zu, ich wollte den Blue Buff haben. Stehen geblieben wegen dem W. Der Flash war bad. Ich bin da und bin stehen geblieben. Ich wollte einfach in dem Moment gucken wegen der Ultimate, dass sie keinen mehr trifft. Ich wollte die Ultimate nicht ins Team holen. Das war mir gerade in der Situation wichtiger. Bisschen zu offensiv. Nee, der Brand ist geflasht und hat direkt 70 Sekunden danach habe ich ihn. Da war komplett alleine. Ja, jetzt schießt der 3-1 da, ist doch gut. Bad Start, good game. Ich muss nach der Runde ganz kurz meine Pfanne sauber machen, mit der ich heute Morgen mein Essen gemacht habe. Die Kettle Mechanics. Der Z macht mit 1,5 aber ein bisschen Schaden am Sexon. Er hat den ja komplett durch. Ruf des Henkers auf Z. Alles klar. Ist keiner da, der hier so ja, deswegen, I don't understand. Aber das alte, das ist auch mein Heal, mein allgemein Heal und trotzdem reduziert. Ja, 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 das stimmt. Aber die Frage ist, ist es worth it? Selbst schon, denke ich mal. Denke ich mal jetzt. Kannst du Q?
Lacker. Oh, schade. Ist halt Bad, ne? Aha, schade. Ich hätte es besser machen können. Lauf doch nicht wieder zu mir, Mann! So, und das war zu spät. Also ich habe einen Hit jetzt umsonst bekommen, weil Six hätte früher so essen können. Aber ist egal. What the fuck, das Z-Bild. Läuft bei dem. Ich will eigentlich nicht wieder back. Ich würde gerne noch ein bisschen XP farmen. Sehe ich das richtig? Das ist der Plate Vein. Cool, I like it. Also, ist das nicht gut aktuell, noch ist das die starke Vein, aber I like it, I like it. Ah, wir hauen ab. Ich bin 2 Level über Bart, der ist übelst viel Roam, der ist Level 7. Meine Hände sind noch richtig. Boah, meine Hände sind noch so gar nicht motiviert. Das war gerade am Anfang gar nicht da, ne? Das kommt erst im Laufe des Games, oder? Ich glaube, das war gerade, als wir gespawnt sind, war das, glaube ich, gar nicht da. Das glaube ich auch nicht, oder? Hm. Ich mag die Map. Hier geht jetzt voll rein. Nicht getroffen, unlucky. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich bin ja nicht super duper Dude, der sich alles erlauben darf. I'm only im kleine Morgana Support. Ganz süße kleine süße Morgana Support. Das Body. Nice. 4 Sekunden. RIP im Peps Bar, da ist er tot gejumpt. Das war ein bisschen lustig. Hi, Xay. Oh wow. Die töten uns alle und die hat Red Buff. Ich sterb auch noch. Never mind. Never mind. RIP Morgana. Ich weiß nicht, das. Also er steht jetzt mittlerweile wieder 4-5. Das hat weh. Ich glaube, er hat 2 Shurikens von 3 gemisst, wenn ich das richtig gesehen habe. Könnt ihr jetzt im Video nochmal zurückspulen und genau gucken. Ich glaube, er hat 1 Shuriken nur getroffen. RIP in Peps Morgani.
Ja, ich wusste nicht, dass ihr jetzt gerade in der Situation engaged werdet. Das war unlucky. Ich habe gerade die Tunnel von Rexer geklärt und dann wart ihr schon wieder weg. Also ein bisschen aufpassen jetzt. Ich meine, dadurch, dass er die Items jetzt finisht, ist quasi das Blade von gerade, was er hatte, ist einfach irrelevant, weil er hat einfach jetzt das ausgebaut und jetzt ist es schon wieder worth it. Also. So. Vor allem, ich glaube, er baut es einfach um dein Heal. Quasi, wenn du quasi mit Heal die Ult überleben willst, dann bringt dir das halt nichts, ne? Weil du nicht den kompletten Heal bekommst. So, rein theoretisch ist das auf dem Papier echt gar nicht mal so dämlich. Wie einfach wieder Six in die Mitte zurückkommt, nur weil die Leute ihn auf der Botlane gespielt haben. Jetzt spielen sie wieder alle Mitte. Gehen wir den Nautilus besuchen. Ich finde das immer noch. Oh. Ich finde das immer noch so dumm, dass man das nicht mit einem. Mit dem Blacksheet blocken kann. Klar, du musst ja selber rüber, wenn du es aktivieren willst. Aber es wäre cool, wenn man das so unterscheiden könnte. Alle hinterher. Es gibt zwar so einen Spruch, der heißt Never Take a Journey, aber YOLO. Kein Exhaust! Und Kyrimis. Hätte halt den Damage nicht reduziert, weil er hätte trotzdem seine Shurikens und seine Spells machen können, aber wäre da geblieben. Vielleicht hätten wir ihn dann töten können, I don't know. The Throw 3, Leute! Rip Robo. Weil Damage haben die übelst viel. Wir wollen halt nicht gewinnen. Also wir wollen die Gegner halt den Sieg lassen. Wir sind lieb. Ja. It's Batman. Die Tryharden und wir gerade nicht. Immer diese 1 vs 15 Fights, Alter. Ich krieg den Vision, dann können wir den Baron machen. Schade, war eigentlich für Baron. Unlucky. Wollten wir nicht. War trotzdem viel Baron. Ja, hätte Nautilus gestorben, dann ja. Ja, wärt ihr beide auch nicht im Branded der gerannt mit 5 HP, der wäre also so keine Farme gewesen. Hätten wir den machen können. Und? Ja, wir alle. Das ist es ja. Du tankst ihn ja zusammen im Early. Und wie gesagt, du, Nautilus hast du ja selber erwähnt, aber hätte auch tippen können. Hab ja hier rewarded. Bisschen unlucky. Was war das? War das bei mir? Moment. Oh, ich glaube, der Staubsauger geht hier an. Moment. Ich müde mich mal zur Sicherheit. Bitte eine Musikrunde.
Zed pusht die ganze Zeit die Botlane ein, sehe ich gerade. GG. Ah, ich kann die ganze Zeit nicht reden, bisschen Staubsauger, muss mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob es leise ist. Ey, habt ihr den Chase gerade gesehen? Ich, keine Ahnung, also nur Comment dazu. Ich meine, klar, wenn man Rek'Sai macht, kann man Bären machen so. Ich kann das auf jeden Fall komplett nachvollziehen so, aber trotzdem fand ich das gewillt. Mach heil hier, das hat ein bisschen weh. Das Game ist voll crazy so, also I don't like this, um das mal klarzustellen, aber win is win, who gives a fuck. So, keine Ahnung. Wir nehmen den Win, nehmen die LP und tschüss. Fucking house down. Fucking house down. Bam, bam, bam. Eww. So, dann bin ich gleich mal für 2-3 Minuten weg. Zwei Minuten wahrscheinlich nur. Mach grad die Pfanne mal einmal drüber wischen und dann bin ich ready für den Rest des Days. Zum Drago. Und wir haben den Schutz Zitronentee. Ich werde mir keinen. Also mein Eistee lasse ich erstmal da liegen, wo ist. Genug Eistee, Alter. Ich habe generell schon Zuckerüberschuss. Bring your house down. Ich wollte auch mal gerade irgendwas machen. Irgendwie wollte ich mich gerade nützlich fühlen. Aber den fucking Brand rausnehmen, es hilft. Ganze Game schon nichts gemacht, Mann. Da musste das sein. Dieser Power Push von Six, Mann, ey. Dass der dann immer die Tower noch kriegt mit 5 HP so. Hallo? Achso, Wegfindung. Stimmt ja. Stimmt ja, Wegfindung. Please. I'm coming! Tower, please, stop it. Ich hab nichts getan. Bombe! GG! Gut, Leute, ich bin kurz für 2-3 Minuten weg und dann geht's weiter. Finish the game. Letztes Game Promo. Und du bist jetzt auch Promo, ne? Abfahrt, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Call is call, Kappa. Blablabla. Oh, Grafikbug. Nice. A-, unlucky. Ich krieg nur noch keine Morgane Level 7. Maybe next game.